Hey yo und herzlich willkommen zu Let's Play Sins of the Solar Empire. Wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört hatten. So. Kundschafter haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. So, dann schaue ich nochmal nach. Passt. Gut. Weil letztens, ich habe vorhin nämlich gerade aufgenommen und habe vergessen, das Overlay umzuschalten. Da war die ganze Episode in diesem Startscreen. Ich dachte, das ist einfach nicht schön. Deswegen nehme ich es jetzt nochmal auf. Forschung abgeschlossen. Ist nicht so schlimm. Kann man mal machen. Ist nicht toll, aber mal hilft nichts. Was soll zerstört werden? So, hier oben haben wir jetzt die. Erwarte Befehle. Der nimmt das ein. Die fliegen runter. Da muss ich mich jetzt nur kurz orientieren, wo ich denn war. Zusätzliche Credits benötigt. Denn ich habe ein bisschen was gemacht, genau. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Ich habe nämlich Folgendes gemacht. Ich habe hier die Steuern erhöht. Genau. Das habe ich gemacht. Phasensprung abgeschlossen. Und dann... Dann wollte ich nämlich noch etwas anderes tun, nämlich ein zweites Großkampfschiff bauen. Und zwar war das, jetzt passt auf, hier dieser Sova-Träger. Und ich habe genug Kommandopunkte, aber nicht genug Versorgung. Das heißt, ich musste auch noch die Versorgung erforschen. Das habe ich auch gemacht. Also machen wir das jetzt wieder. Genau. Und dann gucken wir mal, wie das hier läuft. Ich möchte unbedingt die orbitale Veredelung, denn jetzt haltet euch fest, das ist nämlich super. Hier gibt es einen Asteroidengürtel. Und wie ihr sehen könnt, führt da nur ein Weg hin. Ein einziger. Das heißt, das ist safe. Das ist eine sichere Einnahmequelle für Kristall und Metall. Das ist eine super Sache. Fahren Sie vor. Die muss ich mir halt holen und das geht mit dem Kolonialschiff. Der kann nämlich hier Extraktoren erobern. Und das wird er dann nachher da gleich machen. Jetzt schauen wir nur gerade, dass ich hier Kundschafter haben einen kolonialisierbaren wirklich Planeten das Geld gefunden. Hinkriege. Und die... Oh, warte, vielleicht können wir dieses Schiff zerstören. Vielleicht können wir es vernichten. Kundschafter haben einen kolonialisierbaren Planeten gefunden. Ah, springt schon weg. Eine neue Kolonie wurde gegründet. Weg ist er. Was soll zerstört werden? Na gut, macht nix. Kundschafter haben einen kolonialisierbaren Wir springen einfach Planeten hinterher. Der da fliegt rüber. Und dann bauen wir diesen Planeten aus. So gut es halt geht, ne? Sobald wir das Metall haben, müsste bald der Fall sein. Können wir das machen? Dauert ein bisschen. Forschung abgeschlossen. Dauert ein bisschen. So, was haben wir geforscht? Alle Energie auf den Sprungantrieb. Grundversorgung. Ah, sehr schön. Das heißt, wir sind jetzt... Wir haben diese minus 9%, das ist halt bitter. Haben einen kolonialisierbaren ja. Planeten gefunden. Aber... Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Aber wir können jetzt dann den Träger bauen. Sobald wir das Geld haben. Und das ist eine super Sache. Aber erstmal müssen wir hier die Extraktoren alles aufbauen. Das ist wichtig, die braucht man einfach. Also erstmal ein bisschen ums Geld kümmern. Auch hier, zivile Infrastruktur. Oh, schaut's mal hier. Bei dem Eisplaneten, das haben wir ganz vergessen. Müssen wir auch machen. Weil der macht noch Minus. Steuereinkommen ist Minus. Das ist nicht gut. Forschung abgeschlossen. Das ist nicht gut. So, Kolonialschiff ist auf dem Weg. Und ich weiß nicht, ob ich es letzte Episode schon gezeigt habe, aber schaut euch das mal an hier. Die Galaxie ist riesengroß. Und es gibt halt die Möglichkeit, ich glaube, bis zu 14 Spieler. Na? Mit mehreren Galaxien. Das ist... 12, glaube ich. Oder man vielleicht sogar 14. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall eine Menge Spieler. Das ist halt dann richtig krass. Ich glaube, mit Diplomatie mache ich noch nicht so viel. Da tut sich auch gerade nichts. Was wir demnächst mal forschen könnten, wäre so ein bisschen Laserverstärkung und erweiterte Metallurgie. Für bessere Panzerung, mehr Schaden und so, das ist nicht schlecht. Vielleicht auch die Höhlenverstärkung. Aber erst... Nicht ausreichende Metalle. Ja, Metalle. Ich will die Metalle jetzt nicht kaufen. Das ist das Ding.
braucht's auch eigentlich nicht. Wir müssten bald die die Metalle haben. Aber das ist wichtig, dass ich hier die zivile Infrastruktur vorantreibe. Ja, sehr wichtig. Und den Asteroiden hier holen wir uns auch noch. Genau. Und dann, sobald wir das zweite Kriegsschiff haben, können wir uns Kaburaki, diesen Wüstenplaneten, holen. Allerdings muss ich da erst noch forschen. Hier, Wüstenkolonie. Und dann gibt es noch vulkanische Ausbeute. Aber das kommt alles später. Ich könnte hier das erhöhen, dass wir mehr Metalle machen. Ja, das machen wir jetzt auch. Weil ich mache halt mehr Kristalle als Metalle. Und das ist auch gut, Kristalle sind wertvoller. Aber Metalle braucht man meistens mehr. Zumindest am Anfang. Zusätzliche Credits benötigt. So, von dem her behalten wir das mal so bei. Der fliegt jetzt dahin. Wie viel kostet das? 40 kostet das Einnehmen. Genau. Dann nimmt das mal ein. Unsere Flotte wird angegriffen. Wo? Zeigen Sie mir die Richtung. Oh. Da ist Piraten. Oh, das ist ja ein geiler Planet mit vier. Wow, Wüstenplanet. Ja, richtig. Die haben immer so viele Asteroiden. Obwohl der hat nicht so viele. Aber der hat viele. Der hat drei. Der hat auch bloß zwei. Ich dachte, die hätten immer so viele gehabt. Ionenstürme hat dieser hier, okay. Naja gut, wir nehmen das jetzt ein. Ich könnte jetzt also theoretisch diesen Träger bauen, aber der ist so teuer, da muss ich noch warten. Kostet halt richtig Kohle. Aber wie gesagt, ausreichende Metalle. Ja, erst die zivile Infrastruktur. Genau, weil dann können wir die Bevölkerung von 70... Das seht ihr nicht, wenn ich mit dem Finger hin zeige, aber ich kann mit dem Mauszeiger auch nicht hin zeigen. Von 70 auf 160 und das ist richtig sick. Das ist richtig gut. Hier sind wir auch schon auf dem Maximum. Hier, das passt auch. Und hier nehmen wir die Asteroiden Stück für Stück ein. Okay. Nur schnell! So, fliegen wir jetzt dahin. Und ich spare jetzt wirklich, glaube ich, auf diesen Träger. Weil dann kann ich mir den Wüstenplaneten holen. Ich muss es zwar noch erforschen, werde ich dann auch machen, wenn es soweit ist. So, ich brauche noch eine zivile Forschungseinrichtung. Wo bauen wir die hin? Ich muss jetzt ein bisschen planen, denn jetzt wird's lustig. Ich möchte überall, wo ich es brauche, Handelsposten und Raffinerien haben. Aber ich habe nur begrenzt Platz. Und ich brauche noch mehr Forschungsteile. So. Logistische Plätze. Hier kann ich zum Beispiel nur noch Handelsposten bauen, das war's. Das heißt, ich müsste eine zivile Forschungsbasis abreißen, damit hier eine Raffinerie hin kann oder eine zweite Handelsposten, wie auch immer. Obwohl eine eigentlich reicht. So, aber vielleicht brauche ich später Übertragungszentren, weil ich halt keine Kultur habe, ne? Gar nichts. Das ist auch nicht gut. So. Das sind die Fragen, die ich mir jetzt stellen muss. Upsi, das wollte ich gar nicht klicken. Hier. Raffinerie, bumm. Hier habe ich gerade mal 8 logistische Plätze zur Verfügung. Ich kann aber nochmal ausbauen. Das ist also gut. Das machen wir dann auch. Hier kann ich nur einmal ausbauen. Hier kann ich zweimal ausbauen. Ja. Okay. Aber, wie gesagt, ich spare ja auf den Träger. Sova-Träger. Den möchte ich mir nämlich holen. Der hat nämlich die Raketenbatterie, Embargo, schwere Kampfflieger, Schnellbauverfahren und halt, das ist halt wie ein Träger, wie ein Flugzeugträger, eigentlich, ne? Genau so ist es. So, sobald wir hier den Asteroiden haben, sollte nicht mal lange dauern. Übermittlung empfangen. Ne? Oh, das dreht so langsam. Jetzt fliegt's. Fahren Sie fort. Wohin, Commander? Warte, wo ist denn der? Keine Ahnung, wo das Schiff ist. Wohin, Commander? Ach, da unten. Okay. So, und sobald er das eingenommen hat, was jetzt der Fall ist, fliegen wir dahin. Da ist nichts mehr, aber den Kristallextraktor holen wir uns noch. Und dann bauen wir jetzt, sobald es geht. Komm schon. Keine Lust mehr zu warten. Ah, ich muss doch noch das Großkampfschiffzeug erforschen hier. Okay. Ja, alles klar, dann machen wir das. Ist ja kein Problem. Können wir ja machen. Genau. Und sobald wir das gebaut haben, forsche ich
Die Zivil... Ah, siehst, ich brauche hier logistische Plätze. Ich muss hier noch eine zivile Forschungsbasis bauen. Sonst kann ich die Raffinerien nicht erforschen. Ob ich es hier gerade brauche, weiß ich nicht. Ich bin jetzt hier auf 8. Das heißt, ich kann auch hier noch eine zivile Forschungsbasis bauen. Das reicht dann. Weil ich habe dann noch 2 Plätze frei. Also jetzt noch einen, aber mit den beiden logistischen Dingern, das geht sogar auf 14, wahrscheinlich auf 20 hoch, kriege ich noch mehr. Hier kann ich also sehr gut bauen. Und die Bevölkerung ist hoch. Also Eisplaneten sind sehr wertvoll. Ich hole mir dann diesen erdähnlichen Planet. Das gehört mir. Und dann schauen wir mal, dass diesen Wüstenplanet, den erdähnlichen. Hier 2 erdähnliche Planeten direkt nebeneinander. Die wären halt super wichtig. Ich weiß aber nicht, ob ich mir die lange halten kann. Also den, ja, denk schon. Aber der hier, weiß nicht. Könnte blöd werden. So, können wir jetzt den Träger bauen? Nein, immer noch kein Geld. Ist ja richtig. So, das müsste jetzt reichen, dann müsste es schön sauber zusammengehen. Ich mache jetzt fast 5 pro Sekunde und 4 hier und hier 16 pro Sekunde. Also das Imperium wird größer, Stück für Stück. Forschung abgeschlossen. Die Piraten greifen bald bei mir an. Ja, ich glaube, ich lasse aber auf mich zukommen. Jetzt in diesem Fall. Erwarte Befehle. Weil wenn ich jetzt wieder 1000 Credits ausgeben muss, dann will ich nicht. Ich baue jetzt hier den Träger und gut ist. Übrigens, man kann den Piraten Aufträge geben. Kann man machen. Ist natürlich sauteuer, muss man auch irgendwo in der Diplomatie, glaube ich, hier forschen. Oder zivil, aber ich glaube eher in der Diplomatie. Oder Politik, ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht genau wo, muss ich mal gucken. Aber man kann es auf jeden Fall erforschen. Das ist nicht schlecht. So, dann kann ich erforschen nukleare Verschmelzung für mehr Kristalle. Und auch hier das Zeugs. Ich könnte auch den orbitalen Handel machen. Aber ich glaube, ich mache zuerst die orbitale Veredelung. Ist einfach wichtiger, finde ich. Fahren Sie fort. So. Höchste Zeit. Was soll zerstören? Warte mal, das ist... Nein! Erwarte Befehle. Nur schnell! Ich dachte, das Kriegsschiff ist schon draußen. Wo ist denn das? Ah, kommt jetzt. Okay. So, komm raus. Carrier bereit. Carrier bereit. So, und dann bauen wir ein paar Bomber und Jagdgeschwader. Und der kriegt... Raketenbatterie klingt doch gut. Platziert für eine kurze Dauer eine feststehende Waffenanlage. Genau. So. Höre laut und deutlich. Aufgepasst. Und dann hier. Gut, die Piraten müssten bald angreifen. Aber ich habe jetzt 2 Schiffe, 2 große Schiffe, die müssten das durchhalten können. Und sobald die Piraten genug Schaden gemacht haben, hauen sie auch wieder ab. Sobald diese... Das ist das Ding. Sobald der Wert auf 0 fällt, greifen sie an. Das heißt, der ist jetzt hier noch bei dem Psy-Salads und sobald er da genug Schaden gemacht hat, hört er auf. Und nachdem die Psy-Salads der Wert nicht mehr sinkt, glaube ich, gibt es nichts mehr zum Zerstören. Die Piraten haben wahrscheinlich unglaublich viel Schaden gemacht. Unterwegs. So, jetzt greifen sie mich an. Oder uns beide, oder wie auch immer. Höre laut und deutlich. So, den Piratenangriff warte ich jetzt noch ab. Währenddessen... Ja, doch, jetzt forsch mal hier mal so ein bisschen... Muss einfach sein, das ist wichtig. Ich muss hier mich ein bisschen Hülle und Schilde und was weiß ich. Warte, was ist denn das hier? Panzerung, genau, Waffen. Das muss alles so ein bisschen erforscht werden. Das ist wichtig. Sonst habe ich da wenig Chancen. Und dann, was ist das denn hier eigentlich? Kostenverringerung. Oh, das ist gut. Phasensprung auf mein Signal. Da spare ich auf lange Sicht richtig Geld, wenn ich das jetzt erforsche. Modulare Architektur. Das hätte ich schon viel früher machen sollen. Wie blöd von mir. Aber okay, das ist in Ordnung. Und dann halt... Abgeschlossen. Ja, sobald ich die Kristalle habe, machen wir hier noch Kristalle und noch mehr Kristalle und gut ist. So, den Asteroiden, den hole ich mir. Befehle. Wenn er an sich holt, ja gut, dann hole ich mir wieder. Wie viel Schaden macht er denn? 4.
Und meine macht auch 4. Meine hält aber mehr aus, weil es ein Kolonieschiff ist. Die sehen nicht freundlich aus. Sind sie auch nicht. Wohin, Commander? Was hat denn der jetzt für einen Sprung gemacht? Übermittlung Egal. Empfangen. So, der... Ja genau, und das ist das Gute, diese Jagd-Bombergeschwader. Schaut mal, wie klein die sind. Kann ich dem folgen? Fahren Sie fort, Techcom. Ja, theoretisch kann man das. Schaut mal, wie klein die sind. Aber cool. Die ist jetzt ein Bomber. Also kein Jäger, sondern Bomber. Forschung abgeschlossen. Und die sind halt sauschnell. Also wenn jetzt der Grüne, der da unten springt, oder der Gelbe oder wer auch immer, irgendeiner springt jetzt gleich hier hin, glaube ich. Wenn der herkommt, dann kriegt er richtig Probleme. Gut, ich müsste jetzt in der Lage sein, die Orbitale... Und schaut mal, wie günstig die jetzt ist. Obwohl, hä? Ah, nee! Es bringt nichts mehr ein, das ist noch nicht erforscht. Große Werft Titangießerei. Ich glaube, das ist eine kleine Werftflüsse, habe ich gesagt. Ah, die werden gar nicht verbessert. Egal. Die erste Generation Phasensignatur und erlaubt es ihnen ankommen von der Station, bevor sie ihren Planeten erreichen. Ist nützlich, brauche ich aber noch nicht. Netzwerke könnte man forschen, aber ich mache jetzt erstmal das hier. Oh, nukleare Verschmelzung. Teuer, teuer. Vielleicht machen wir die später. Und holen uns jetzt wirklich erstmal die orbitale Raffinerie. Ein anderes Bauwerk steht im Weg. Ja, bau doch hin. So. Hier muss eine hin, damit die Asteroiden mit versorgt werden. Hier baue ich eins hin und hier. Dann spare ich mir nämlich einen Platz bei meinem Hauptplaneten. Und gut ist. Höre laut und so, die Piraten hätten schon lange da sein müssen. Sind sie immer noch nicht. Wahrscheinlich dauert es eine Weile von der Hauptbasis hierher. Ich baue nochmal so eine Aufklärerfregatte, weil ich wissen will, wie dieser erdähnliche Planet aussieht. Den will ich nämlich haben. Abgeschlossen. Schaut nicht wie die Erde aus. Wenn da was ist, werde ich's finden. Aber, oh Gott, was ist denn da hinten passiert? Definitiv cool. Schauen die gleich aus? Nee, ich glaube nicht. Okay. So, jetzt habe ich mich irgendwie komplett verfranst. Wie rum war denn das System so rum? Genau. Okay. Sie suchen etwas? Das da. Finde ich schon. So. Orbitale Raffinerie wird gebaut. Wenn ich denn darf. Ja. Sehr schön. Und hier auch noch. Ganz wichtig. Sobald ich das Geld habe. Wie teuer ist die? Geht. Bauwerk komplett. So. Und dann wollte ich mal forschen, dass ich vielleicht diesen Prototypen, den Percheron-Prototypen, den Träger bauen kann. Brauche aber noch ein Militärlabor. Ja, wohin damit? Ich glaube, ich baue es hier hin. Sobald ich das Geld habe. Komm, Geld. Gib Geld. Militärlabor. Forschung abgeschlossen. Ah ja, keine logistischen Plätze, die muss ich auch erstmal machen. Okay, bauen wir halt kurz Logistikplätze. Kinomodus. Aha. Interessant. Forschung abgeschlossen. Also, zum Cursor so. Seht lebendig aus, ihr Weltraumratten, wir sind fast am Ziel. Okay. Hier kommen sie. Hier sind die Piraten. Ach du große... Oh, das ist viel Schaden. Das da nehme ich jetzt viel Schaden. Das ist nicht gut. Ich habe auch ganz vergessen, Zeugs aufzubauen. Bomberstaffel meldet Bereitschaft. Naja gut, jetzt... Komm Link online. Pech gehabt. Höre laut und deutlich. Fahren Sie fort, Techcom. Da habe ich jetzt Pech gehabt. So wird Raumschrott gemacht. Vielleicht kann ich ja hier noch schnell zwei Batterien bauen zum besseren Verteidigen, aber ich glaube, das wird teuer. Das wird bitter. Die Fregatten darf ich verlieren, aber nicht die Großkampfschiffe. Die sind wichtig. Wird angegriffen. Die sind wirklich wichtig. Bereit. Bauwerk komplett. So. Was soll zerstört werden? Was ist das denn?
Panzerkreuzer. Aufgepasst! Höre laut und deutlich. Komm und da ist der Träger. Ja. Nur schnell! Höre laut und deutlich. So, ich weiß nicht, wo die jetzt hinfliegen. Die machen halt hier ordentlich Schaden. Ne? Ja, die zerstören hier die Extraktionsschiffe und alles und. Bereit! Aber es gibt gute Erfahrung, das ist der Vorteil. Höre laut und deutlich. Also wenn ich jetzt hier gucke, der hat jetzt wie viel Erfahrung? 308. Ja. Schauen wir mal, ob der Erfahrung hochgeht. 322, also das gibt gute Erfahrung. So, und sobald die Gauss-Defensivplattformen fertig sind, kann ich das auch ein bisschen besser verteidigen. So, Raffinerien sind es hier bloß zwei. Hier hat's drei. Hier müsst es auch zwei haben. Ja. Und da unten eine. Das ist jetzt sicher nicht optimal. Wo ist es denn? Ja. Bauwerk komplett. Ist auch nicht optimal. Lang. Oh, da täten vier hinpassen. Geht halt nicht anders. Ich kann jetzt hier 1000 Raffinerien bauen. Das lohnt sich einfach nicht. Komm, Link online. So, der hier hat schon ordentlich Schaden genommen. Ne, die Antimaterie ist leer. Ah, das Orange sind die Schilde. Ich verwechsel das Blaue immer mit Schilden. Bei ewigen Starcraft, mit Protoss und so. Laut und deutlich. So, jetzt hauen sie ab. Bomber bereit. Die Bomber machen das schon irgendwie und die Jagdgeschwader. Laut und deutlich. Genau. Wo ist denn der Aufklärer? Ist hier weg. Tot. Bereit. Bauen wir noch einen Aufklärer. Ah ne, der war da. Vor ein paar Sekunden. Das kann ich schaffen. Der hat zwei schwere Kreuzer, aber ich habe ein großes Kampfschiff. Panzerkreuzer und der ist besser. So. Ich kann jetzt forschen. Nein, ich brauche noch ein Militärlabor. Wo ist das? Wird noch gebaut. Okay. Wird noch gebaut. In Ordnung. Komm, Link online. So, ich kann noch ein bisschen forschen. Auch im zivilen Bereich. Zusätzliche Credits benötigt. So. Höre laut und deutlich. Noch lebt alles. Und naja, der hat schon ein bisschen Erfahrung bekommen hier. Der auch. Und die haben zwar alles beschädigt, aber noch nichts zerstört. Das ist auch schon mal gut für mich. Ja gut, die zerstören so Raffinerieschiffe. Das ist halt blöd, weil das macht Schaden. Also ich werde jetzt einiges an Einkommen erstmal kurzzeitig verlieren, glaube ich. Aber den Piratenangriff scheine ich soweit ganz gut zu überstehen. Komm, Link online. Außer sie springen jetzt weiter, aber ich glaube, die wollen bloß hier dieses Raffinerieschiff zerstören. Ja. Planetenentwicklung abgeschlossen. Sensenmann. Haben Sie vor Techcom. So, jetzt schauen wir dem Bomber mal zu. Jetzt bin ich mal gespannt. Der dreht gerade. Bomben abgeschossen. Cool, cool, cool. Also ich muss sagen, die Grafik fällt mir eigentlich schon ziemlich gut. Doch. Ist richtig nett. Ist wirklich richtig nett. Was haben wir hier noch? Ah ja, optimierte arktische Kolonien. Die holen wir uns auch. Mehr Leute auf der Arktis. Das heißt, statt 160 haben wir dann 15% nochmal mehr Bevölkerung. Das ist halt Bombe. Das ist halt richtig gut. Und Langstreckensprünge brauchen wir jetzt noch nicht. Handelsposten könnten wir bald machen. Aber, wie gesagt, Wüstenplanet und Erdplanet, die hole ich mir noch. Sprich, ich brauche aber beim Angriff erst noch diesen. Ja. Mehr Forschungsstationen bauen. Wie viele habe ich denn? Habe ich bloß zwei. Da habe ich ein Militärlabor. Da habe ich eins. Ah, dann fehlt noch eins. Ich könnte hier eins hinbauen. Dann bauen wir jetzt hier noch ein Militärlabor hin. Ja, siehst du, das habe ich vergessen. Der Titan ist noch zu teuer, den hole ich mir jetzt noch nicht. Aber bisher scheine ich das ganz gut überstanden zu haben. Komm, Link online. Und vielleicht bekommt eins der Schiffe bald auch ein Level. Hier, die Lazarus, TWN Lazarus. Die könnt's schaffen. Dann könnte ich nämlich irgendwas. Ich könnte es auch mal erforschen. Kostet viel, aber wieso sollte ich?
Forschung abgeschlossen. Weil dann könnte ich mir hier noch eine bessere Nuklearbombe bauen. Das wäre nicht schlecht. Oder den Raketenhagel vielleicht sogar. Das ist auch ziemlich stark. Aber jetzt schauen wir mal. So. Genau, die Aufklärerfregatte flieht. Genau. Kann ich eigentlich Bomberfregatten? Die wollte ich auch noch haben. Genau, Bomberfregatten. Die sind wichtig. Bomberfregatten und Träger. Und dann noch irgendwann später diesen schweren Kreuzer. Aber das kommt noch. Reparaturwerft ist gut. Aber ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal noch ein bisschen im zivilen Bereich. Genau. Was gibt's denn hier noch? Rasche Bewilligung. Konstruktionsprojekte. Netzwerke. Das ist auch nicht schlecht, aber rasche Erschließung. Oh, Planetenentwicklungen werden günstiger. Das ist auch ein Upgrade, das ich viel früher hätte bauen sollen. Ja. Planetenentwicklungen werden günstiger. Warnt vor einem bevorstehenden Piratenüberfall. Also ich glaube, dann wird hier das Zeugs günstiger, ne? Taktische. Überlegt 450 taktisch. 450 Credits taktisch. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, nö, jetzt schon wieder ein Piratenangriff. Diesmal nicht. Wir hatten gerade einen. Jetzt ist mal wieder jemand anders dran. So. Der Preis auf unsere Köpfe hat sich erhöht. Sollen die Psy-Zellets doch. Komm, Link online. Nochmal von den Piraten angegriffen werden. Unterwegs. So. Hier können wir jetzt auch was machen. Embargo. Phasensprung deaktiviert. Oder. Forschung. Panzer und. Oh ja, und Feuerkraft aller Schiffe. Das ist nützlich. Das ist sehr nützlich. Wenn der mal aufhört, auf mich zu bieten, wäre das auch schön. So, und den Träger könnten wir auch bald bauen. Wenn wir genug Geld haben. So, jetzt habe ich alles verkauft. Für Credits war jetzt nicht so super klug, aber was wird's machen? So. Brauche ich halt. Die bieten die ganze Zeit auf mich. Das Problem ist. Ja, also. Das Problem ist, die anderen Spieler haben keine Probleme mit Piraten. Wenn die untereinander auch sich friedlich verhalten, können die sich aufbauen, wie sie wollen. Allerdings mache ich jetzt hier beinahe geladen. Wow. Mache ich jetzt hier eine kurze Aufnahmepause. Und mache dann in der nächsten Episode weiter. Vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Nächste Folge hoffentlich endlich der erdähnliche Planet. Und dann bauen wir uns nochmal weiter aus und schauen mal, ob wir irgendwann demnächst den Titan in den Angriff nehmen können. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. We'll be right back.